So Leute, willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Beim letzten Mal sind wir hier am Baum angekommen und hatten das eigentlich schon eingesetzt. Da passt der. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum ich die nochmal einsetzen muss. Sehr gut. Das Problem ist halt, ich verstehe es nicht so recht. Perfekt. Ist ja auch wurscht. Ich habe nämlich nur eine kurze Pause gemacht und so, ja, jetzt machen wir das halt nochmal. Ich habe keine Ahnung, warum wir das nochmal machen müssen, aber wir machen es nochmal. So, wir wissen ja zum Glück schon, wie das Ganze funktioniert. Ja, Pasch habe ich eben dran gehindert zu spielen, das tut mir auch sehr leid. Ja, einen Schlüssel nehmen wir uns. Zack. Ich habe. So, jetzt bricht hier alles zusammen. Kennen wir alles schon. Das klingt nicht gut. Sieht auch nicht gut aus. Das hätte ganz schön. Hätte es. So, und jetzt benutzen wir den Schlüssel und können durch die Tür gehen. Es könnte sein, dass es das Finale ist. Der erste Baum. Das Portal zur Lichtung des ersten Baumes. Es ist soweit. Alternative könnte es sein, dass wir Zarov sind? Wenn der Makino hier wäre. Oder der alte Magier. Er wollte versuchen, im Traum auf die Lichtung zu kommen. Mich dort zu treffen. Hoffentlich klappt das. Fürs Erste bin ich wohl auf mich allein gestellt. Ich hoffe auch, dass der alte... Pass auf, Jerry! Der Fuchs! Na, wo ist er denn? Er steht vor dir, Frosch. Oh? Plato, das ist Kitsune. Du hast sie schon einmal getroffen. Sie ist ein besonderer Fuchs. Das kannst du aber laut sagen. Oh, Verzeihung. Mit Magie und solchen Dingen kenne ich mich nicht so aus. Abgesehen von Anjas Preiselbeerpfannkuchen. Du bist süß. Kitsune, Plato, wieso seid ihr hier? Was macht ihr hier? Ich lass dich nicht alleine durchgehen, dummer Junge. Dieser Baum riecht seltsam. Dein Weg wird dich an einen Ort führen, den nicht einmal ich kenne. Du brauchst ganz bestimmt meine Hilfe. Meine Eltern haben mir früher oft von den ersten Baumläufern erzählt. Man sagt, ein Baumläufer ist jemand, der hilft, wenn andere Hilfe brauchen. Du bist ein Baumläufer, Jerry. Ich bin zwar nur ein einfacher Postbote, aber vielleicht kann ich auch ein Baumläufer sein. Ich bin so froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Also, Jerry, bringen wir es hinter uns. Wer auch immer das Gefüge der Welten stört, soll dafür büßen. Ich will zurück nach Hause. Ich will, dass meine Freunde wieder aufwachen. Und ich will, dass alles wieder gut wird. Alles. Sehr schön. Das ist doch mal ein heroischer Moment. Hier sind wir. Plato? Kitsune? Wo sind die denn hin? Die beiden liefen doch gerade noch neben mir. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier ist es dunkel und hell gleichzeitig. Irgendwie fühlt sich die Luft elektrisch an. Die Härchen auf meinen Armen stehen alle zu Berge. Wir sind also hier wirklich... Dort, wo alles begann. Dort, wo der Marquis seinen Weg ins Abenteuer begonnen hat. Ich würde jetzt gerne mal einen anderen Weg nehmen, weil zum Beispiel den Weg ins Licht, den hat er die Echse genommen. Ob das jetzt der richtige Weg ist? Nee. Bin ich hier richtig? Okay, nehmen wir mal den Weg ins Weiß. Vielleicht hier lang? Das war doch bestimmt schon wieder falsch. Wenn wir den Gang ins Ungewisse nehmen, kommen wir wahrscheinlich auch wieder falsch raus. Wir müssen den hellen Pfad nehmen, nehme ich an.
Weil das war alles. Hier lang? Das war, wo es begonnen hat. Oh Mann, hier sieht's ja über. Ja, das überspringe ich mal. Das ist ja nur eine Spielerei, so. Wir nehmen jetzt mal den richtigen Weg. Vielleicht ist es dieser Weg. Was? Oh Mann, ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Jetzt ist guter Rat teuer. Vielleicht kann ich hier doch irgendwie den Marquis oder den alten Magier erreichen. Ah, ich benutze mal den Ratersuch. Vielleicht funktioniert's. Jerry. Hallo? Jerry. Noch habe ich es nicht geschafft, bis zur Lichtung vorzudringen. Ich muss vorsichtig sein, mein Ziel nicht aus dem Sinn zu verlieren. Mein wacher Geist beginnt zu träumen. Sich aufzulösen. Zaroff verwehrt mir den Zugang, aber du scheinst ihm schon näher zu sein. Aber ich sitze hier fest. Was kann ich tun? Du befindest dich zwischen den Welten, so wie ich. Doch während Zaroff meinen Geist fehlleitet, führt er deinen Leib in die Irre. Zaroffs Bann ist stark. Ich kenne nur einen, dessen Kraft ausreicht, dir hier zwischen den Welten zu helfen. Ein gefährlicher Magier. Nimm dies. Das kenne ich doch. Du musst ihn rufen, wie du es schon einmal getan hast. Auch wenn wir es vielleicht alle bereuen werden. Doch wenn du ihn um Hilfe bittest, zeige keine Schwäche. Hallo? Alter Magier. Er ist fort. Wieder allein. Für ein Geräusch. Das war ich. Schon wieder so eine Krähe. Rabe. Schon wieder so ein. Halt, du sprichst ja. Einige behaupten sogar, dass ich zu viel rede. Okay, wir kamen einen Raben. Gut, wir haben Baumrinde. Haben wir denn ein Gefäß? Wir haben ein Gefäß. Wir haben weiß. Uns fehlt jetzt derzeit noch schwarz. Baumwurz und Baumfrucht. Und mit weiß das Zeichen malen. Also ein bisschen was fehlt uns hier noch, um die Karottenflamme zu machen. Wer sich erinnert, ganz am Anfang. Das heißt, wir müssen den Marquis zurückholen. Wir fragen mal den Raben, vielleicht hat er ja was. Hallo? Kannst du mich verstehen? Natürlich. Du stehst doch direkt vor mir. Wir fragen ihn erstmal, wer er ist. Wer bist du? Wenn du einen Namen hören willst, dann muss ich dich enttäuschen. Ich bin nur ein Rabe. Eigentlich wohne ich auf der Lichtung des ersten Baumes. Auf der Lichtung des ersten Baumes? Da muss ich hin. Weißt du, welcher der richtige Weg ist? Ich finde ihn selbst nicht. Hier hat sich alles verändert. Vor allem, seit sich hier so viele Fremde herumtreiben. Was ist das hier für ein Ort? Was ist das hier für ein Ort? Du befindest dich an der Schwelle zwischen Traum und Wirklichkeit. Traum und Wirklichkeit? Träumende kommen zu Besuch auf meine Lichtung. In seinen Träumen weiß jeder, wie er an diesen Ort gelangen kann. Wer schläft, kennt den Weg. Aber ich schlafe nicht. Und den Weg finde ich auch nicht. Dann sind wir schon zwei. Die Stimme vorhin hat dir doch gesagt, dass du jemanden um Hilfe bitten kannst. Ja, aber wie? Er sagte, dass du es schon mal getan hast. Einmal war jemand hier, der über seine Vergangenheit meditierte. Er hat dieses Rad erdacht. Welches Rad? Dieses Rad. Drehst du das Rad, wird dir dieser Ort Wege zeigen, die tief in deiner Seele verborgen sind. Orte, die du gesehen hast. Orte, die du sehen wirst,
und Orte, die dein Leben geprägt haben, ohne dass du es ahnst. Vielleicht kann es dir helfen. Aber es sind keine Wege, nur Fenster oder Bilder. Ich weiß nicht viel über solche Dinge. Ich bin nur ein Rabe. Du bist auf jeden Fall ein sehr kurioser Rabe. Du wohnst auf der Lichtung des ersten Baumes? Ja. Aber ich dachte, der erste Baum ist kein richtiger Ort. Wie kann man denn da wohnen? Ganz einfach. Jeder hinterlässt eine Erinnerung, wenn er die Lichtung des ersten Baumes verlässt. Ein Rabe wie ich besuchte im Traum die Lichtung. Nachdem er sie verlassen hatte, blieb ich als Erinnerung des Baumes zurück. Du bist also nur eine Erinnerung? Nur? Ich finde, das ist sehr viel. Der erste Baum erinnert sich an viele Dinge. Selbst als seine Zeit vorüber war, blieb er im Wald verwurzelt. Er kennt die Geheimnisse des Waldes. Okay, dann wen hast du hier gesehen noch? Und dann müssen wir uns selber an die Arbeit machen. Wen hast du hier gesehen? Zuerst waren da vier seltsame Echsen, die einem großen Mann auf die Lichtung folgten. Dann kam ein Hase mit seltsamen Augen aus der entgegengesetzten Richtung. Der Marquis! Ich bin hinter ihm hergeflogen, doch er hat deine Welt betreten. Dorthin konnte ich ihm nicht folgen. Warum nicht? Ich stamme von hier, aus den Erinnerungen des ersten Baumes. Für mich gibt es keinen Platz außerhalb der Träume. Würde ich eure Welt betreten, müsste etwas oder jemand anderes verloren gehen. Aber es gibt wenige, die sich in euren Wirklichkeiten bewegen können, ohne das Gleichgewicht zu stören. Sie beseelen Steine und Pflanzen und wandeln so zwischen Traum und Realität. Oh, ich glaube, so jemanden kenne ich schon. Das bedeutet, der Marquis ist auch nur eine Erinnerung gewesen und als er in unsere Welt kam, hat er alles durcheinander gebracht. Gut zu wissen. Ich versuche weiter, mein Glück. Bis später. Viel Glück. Dann probieren wir es mal mit dem Rad. Mal gucken, wohin es uns führt. Die Wege haben sich verändert. Wie merkwürdig. Das sind gar keine Wege mehr. Sieht fast aus wie Fenster zu verschiedenen Orten. Aha. Überflutete Stadt. Ich glaube, die Brücke habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Sieht aus, als ob in den Häusern da niemand mehr wohnt. Fast so wie bei mir zu Hause, als ich das letzte Mal da war. Okay. Ein alter Bekannter, diese Statue. Den kenne ich doch. Hallo, alter Freund. Oh Mann, der erinnert mich an zu Hause. Ja. Ah, die Kanone. Da können wir irgendwas greifen. Das ist doch eine von den Kanonen der Stadtwachen von Mauswald. Es sieht fast aus, als ob ich von hier aus reingreifen könnte. Wie ulkig. Tatsächlich. Ich habe eine Handvoll Schwarzpulver. Ah, schwarz. Das ist sehr schön. Damit können wir den Ein gemütliches Lagerfeuer. Ich glaube, da sitzt sogar jemand. Wer auch immer das ist, ich leih mir mal einen Holzscheit aus. Autsch, heiß. Und was jetzt? Da ist nichts zum Anzünden. Aua! Jetzt habe ich mir fast die Finger verbrannt. Ich sollte mir vorher gut überlegen, was ich mit dem Feuer machen will. Sehr schön, also. Zuerst muss Weiß
ein Pulver sein. Muss ich das Zeichen vielleicht noch auf das Rad machen? Das braucht kein... Nein, dann... ich habe das Gefühl, die... Moment, wir lesen nochmal. Da ist ein seltsam... Wie er eine Kar... Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Okay, mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Damit ist garantiert gemeint, wir sollen hier auf das den... Das braucht keine... Okay, ich dachte auf den Stein malen. Weil ansonsten sehe ich hier keinen Stein, auf den wir malen können. Außer halt das Rad. Und da sagt ihr auch, es braucht keine besondere Würze. Und das hier ist eindeutig Weiß. Oder soll ich das hier nehmen? Ich hätte es jetzt da reingefüllt. Oder kann ich vielleicht das Rad noch einmal drehen? Hier ist auf jeden Fall die Kreuzung, die wir dann nachher brauchen. Für die Karottenflamme. Hau ruck! Ah, Stein mit Markierung. Aufgeklappter Koffer. Rostige Metalltür und Fisch mit Leuchtaugen. Wir gucken uns den Fisch an. Ich glaube, der steckt im Eis fest. Okay. Das ist doch der gleiche Stein wie am Bach nahe des Nachtfaltertempels. Ein Baumläufer-Symbol ist darauf eingeritzt worden. Dasselbe Symbol, das ich auf das Gesicht der Felskröte gezeichnet habe. Okay. Ist das ein Seitenschneider? Sieht aus, als ob jemand versucht hat, ihn in den Koffer zu stopfen. Also, ich schlepp das Ding nicht mit mir rum. Oh, schade. Und jetzt noch die Metalltür. Die ist doch aus dem... Hände weg! Hey, das ist die Lagerkammer in der Waldzwerge-WG. Und sie ist immer noch verschlossen. Kann ich die vielleicht mit dem Schlüssel öffnen? Da passt der... Okay, da passt er nicht. Mit dem Stock? Hoffentlich ist das Bild da nur eine Illusion. Sonst werde ich doch noch als Einbrecher verhaftet. Okay, ich habe die Tür aufgehebelt. Oh nein, mein Stock ist abgebrochen. Hoffentlich ist... Okay. Damit haben wir die Wurzel. Dann brauchen wir jetzt... Dann müssen wir jetzt nochmal drehen, um an die Frucht zu kommen. Oder soll ich hier auf den Stein vielleicht Dings malen? Das Zeichen nochmal nachmalen. Vielleicht klappt das auch. So. Weißes Pulver, mit dem ich das Symbol der Baumläufer geformt habe. Hoffentlich gilt das jetzt auch. Sehr schön. Dann wird Weiß heute nicht von Schwarz getrennt. Okay. Jetzt da muss ich weiterlesen. Ein... So, nochmal. Er schrieb mit Weiß, Schwarz, das leicht... Schwarz und Weiß, die sich verbanden. Darauf folgten der Zutaten nun Dreie. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz. Aus dem... der Kreis... Okay, okay. Das heißt, das jetzt da rein. Ist drin. Sehr schön. Jetzt, Baumhaut. Auch drin. Baum... Okay, Baumfrucht erst. Baumfrucht. Uns fehlt aber noch die Baumfrucht. Ja, können wir jetzt noch nicht dran. Ach, jetzt kommt wieder das. Kann ich dir vielleicht die Eichel klauen? Klingt komisch. Ah, der Leuchtturm. Hier kann man aufs Wasser rausgucken. Man kann das Salzwasser fast riechen. Das ist echt besser als Fernsehen. Ja, es ist nicht schlecht. Dreh nochmal. Vielleicht kann ich dort oben dann die Baumfrucht kriegen. Wenn ich hier richtig gucke. Ah, ist das ja. Ist nicht das Mauswalder Rathaus? Ich glaube, jetzt kann ich an die Netze rankommen. Sehr schön. Ha! Ich habe mir ein paar Eicheln stibitzt. Komisch, die sind so klein. Scheint, dass ich hier nicht mehr Mäusegröße habe. Hoffentlich stürzt das die Mauswalder nicht in eine Wirtschaftskrise. Naja, ist ja für einen guten Zweck. Das stimmt, Jerry. So. Jetzt alles rein. Auch drin. Die Karotte rein. Also die Rübe. Okay. Ja. Dann müssen wir jetzt einen Kreis malen. Ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Ob das auch funktioniert, obwohl ich die Rezeptur etwas abgeändert habe?
So, jetzt drehen wir nochmal, um wieder ans Feuer zu kommen. So, Leute, das reicht aber erstmal für den Part. Es kommt heute noch einer, also keine Sorge. Mein Hauptproblem ist, dass ich gleich nochmal weg muss. Das bedeutet, ich muss jetzt ein bisschen hinmachen. Lasst mir als Kommentar da einen Daumen nach oben. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es dann heißt, wahrscheinlich das Finale von The Night of the Rabbit. Bis dann, euer Wolf.